Abend, mein Lieben. Es ist schon ein bisschen spät, dafür möchte ich mich entschuldigen. Nichtsdestotrotz geht es heute mal mit einem kleinen Livestream weiter. Immer noch ohne Kamera, weil ich immer noch keinen USB-Splitter habe und ich die technischen Probleme mit meinem PC einfach nicht gelöst bekomme. Ich habe gestern schon mal ein bisschen angezockt und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das Spiel extrem unterschätzt. Aber als ich mal ein paar Ausschnitte gesehen habe, habe ich mir echt so überlegt, so, oh Gott, Steinzeit und Maschinen, ob das geht? Nee. Aber mittlerweile bin ich auch total im Hype. Also es hat mich richtig geflasht. Es ist eine wunderschöne Welt. Richtig, richtig geile Atmosphäre. Und ja, ich hoffe, ihr habt heute Spaß mit dem Stream. Und es wäre schön, wenn ihr euch ein bisschen im Chat beteiligt, damit ich auch weiß, dass ihr mir zuschaut. Fangen wir mal an. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Nur normal, ist so klar. Falls ihr im Hintergrund so ein Rauschen hört, das ist der Lüfter von meinem PC. Ich weiß nicht, was er hat. Vielleicht ist ihm einfach auch das Wetter zu blöd. Keine Ahnung. Was? Aloy! Was? Ach Mensch. Das ist aber nicht ganz von Anfang. Schade. Du hast lauter Beeren. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, hm? Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Okay, es ist jetzt total schade, dass es das mittendrin anfängt. Was man jetzt nicht gesehen hat, die kleine Aloy wurde als Baby zur Ausgestoßenen, man weiß nicht warum. Das bedeutet für sie im Endeffekt, der Stamm wird nicht mit, darf nicht mit ihr reden, das ist gegen das Gesetz. Ja. Oh Gott. Die arme kleine Maus. Also der Stamm der Nora darf nicht mit ihr reden, das ist gegen das Gesetz. Sie wohnt zusammen mit Rost, der sie aufgezogen hat. Gerade versucht sie aufzuziehen. Wenn sie nicht gerade mal wieder stiften geht. Rost! Er hört mich nicht. Ist das eine Art Höhle? Genau. Also die kleine Maus ist jetzt 6 Jahre alt und hat einfach versucht, Spielkameraden zu finden und wurde mal wieder darauf hingewiesen, dass sie eine Ausgestoßene ist, dass sie nicht zum Stamm gehört, dass sie einfach ja, in der Hinsicht nichts wert ist, dass sie auf sich allein gestellt ist. Ja, wir sind gerade in so eine Rattenhöhle gefallen. Oh Gott, die sind so süß. Ja, ich habe selber Ratten zu Hause. Ich finde die total niedlich. Ich krieg da immer einen Niedlichkeitsanfall, wenn in irgendeinem Videospiel so kleine Ratten vorkommen. Und die sind echt süß. Die sind echt süß. Hm.
Augenblick, ihr Lieben. So. Ich muss auch mal ganz ehrlich gestehen, die Grafik ist wirklich der Wahnsinn. Also was man das echt leider nicht gesehen hat, da ist mir gestern im Intro total einer abgegangen. Aber eine Dame mit Dreadlocks. Und ich mache ja schon seit ein paar Jahren synthetische Dreadlocks aus Kunsthaar selber. Die sahen so dermaßen real aus. Ich saß vor dem Bildschirm, ich habe mir meine Nase platt gedrückt. Die waren einfach echt der Hammer. Also wie lange die da dran gesessen sind. Wow. Ups. Das möchte ich gar nicht wissen. Also das ist... Das ist echt brutal. So. Also müssen wir... Ziemlich eng. Aber ich passe durch. Müssen wir einen Ausgang aus dieser Höhle finden? Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Eine der alten Orte. Also für diejenigen, die das Spiel wahrscheinlich noch nicht kennen, was ich nicht glaube, dass es sowas noch gibt, aber... wir befinden uns 1000 Jahre nach dem Untergang der uns bekannten Zivilisation. Und wir haben uns wohl scheinbar so eine Art Anlage entdeckt, so ein Labor oder ein Bunker, der vor dieser Zeit entstanden ist. Ich find das wirklich krass. Ey, guckt euch das mal an. Das ist der Wahnsinn. Ich bin ja sowieso so ein Fan von so postapokalyptischem Kram. Also damit kann man mich echt stundenlang beschäftigen. Ich liebe sowas, ja. Okay. Schauen wir doch mal. Ich habe mich garantiert verlaufen. Okay, da sind wir runtergekommen. Alles klar. Ich sollte mich vielleicht nicht so oft im Kreis drehen. Ah, da kommen wir nicht hoch. Nee, die kleine Maus ist einfach zu kurz. Passt nicht. Da hinten geht's nicht lang. Aber da. Und überall sind Ratten. Was sagt, ich soll nicht an solche Orte gehen? Du bist doch nicht hingegangen, du bist runtergefallen. Er ist nicht hier. Ja, oder so. Du bist runtergefallen, du bist ja nicht gegangen. Das war ja nicht so, als wärst du freiwillig da rein. Ne? Musst du auch mal sehen. Er hat von gehen gesagt, nicht von fallen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Oh mein Gott. Das ist so krass. Was sind denn das für Apparate? Wow. Das ist schön. Das gesehen? Pass mal auf. Die tapst da hoch. Nur vierbeinig, wie ich früher. Ach, sehr süß. Oh mein Gott. Ja, zur Erklärung. Ich spiele mit Kopfhörern. Es ist ein Ticken lauter als nur über Boxen. Oh boy. Das ist so krass. Da vorne ist irgendwas. Ja, ich glaube, das ist eine Tür. Ne? Das machen mir Fledermäuse auch schön. Was ist das? Ein Toter. Ich glaube, der ist schon eine Weile tot. Uah! Mann! Ach Mensch, das ist gemein. Oh Mann. Da glänzt doch etwas. Ja. Untersuche das seltsame Gerät. Okay. Mhm. Oh.
Was ich wirklich bewundernswert finde, ist es 1000 Jahre in der Zukunft. Das Ding funktioniert immer noch und hat noch nicht mal irgendwie eine Macke oder eine Roststelle. Das ist geil. Ach, das ist dieses Ding. Ja, ja. Das habe ich schon irgendwie mal gesehen. Wo man dann seine Umgebung mit scannen kann. Lichter, überall. Boah, ist das cool. Wie macht es das? Geil. Nice. Also wenn man das anhat, kann man nur so schleichen. Dann macht man es aus und man kann wieder schubsen. Okay, cool. Also man kann mit dem Teil nicht rennen. Ich nehme an, auch nicht springen. Nee, da schaltet sich's aus. Okay. Cool. Ah, und jetzt wird mir quasi hier oben, wenn ihr das seht, angezeigt. Süden, Westen, Norden, Osten. Geil. Und wahrscheinlich dann auch später Feinde und sowas angezeigt. Das ist ja cool. Wow. Boah. Was ich mal ganz ehrlich faszinierend finde, ne? Wie schafft es dieses Ding in dieser kaputten Welt, mir diese Gerätschaften anzuzeigen? Ich meine, es scheint ja mal ein altes Computerterminal gewesen zu sein. Da muss ja noch irgendwas aktiv sein. Oder sehe ich das falsch? Ich meine, es würde ja nicht umsonst diese ganzen Sachen anzeigen. Und man kennt es da relativ wenig. Da kann man davon ausgehen, dass dieses Computerterminal schon eine ziemliche Störung hat. Aber nichtsdestotrotz. Oh, cool. Verschlossen. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Ja, ganz bestimmt. Ich nehme das mal stark an. Ha! Spontan richtig gelaufen. Okay, hallo, Schleichratte. Oh Gott, ist sie süß. Ich hab Ratten so noch nie schleichen sehen. Die machen sich normalerweise ganz flach. Und wursteln sich dann so über den Boden. Was denn? Hängst du fest? Ist aber blöd. Eine Backratte. Ach Gott. Immer diese unsichtbaren Wände in Videospielen. Fürchterlich. Okay. Ach krass, die schimmert jetzt blau. Das ist ja nice. Okay. Da ist es. Es sieht anders aus. Okay. Da ist was. Mhm. Es hängt mit der Tür zusammen. Faro? Es ist wahrscheinlich dieses Labor oder was auch immer das hier unten ist. Ja, die Ratten aus der Zukunft sind eben ein wenig relaxter als heute, ja. Ich habe bisher noch keine einzige Katze gesehen. Oder irgendein Tiger oder sonst was. Okay, also, ah ja. Ich sehe schon. So. Nochmal. Piep. Wunderbar. Ein Farbwechsel. Das ist Sprinten. Ach, wie süß. Tap, 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 tap. Ich finde das herrlich, dieser Detailreichtum. Ich meine, genau so rennt ein Kind. Ich finde das so schön. Geschafft. Mhm. Was ist das dann? Ah, da war was. Moment. Vom USRC. Black Quartz verschlüsselt. Ich habe die Nachricht auf das Holoraster geroutet. Zum Betrachten. Mhm. Ach, da kann man quasi so alte Dings aus der Vergangenheit hören. Das ist ja krass. Okay. Da komme ich jetzt nicht hin. Das ist zu weit weg. Okay. Aber mit dem Ding kann man quasi auch so Nachrichten abhören. Das ist ja nice.
ist ja echt cool. Kommen wir da jetzt nicht hin, oder wie? Hm. Hier. Nee, das ist kein so ein Lautsprechersymbol. Okay. Hm. Wie kommen wir jetzt da oben hin? Es gibt Tabs, der ist immer zuckersüß, ey. Irgendwie hin? Ist da irgendein Eimer? Hm. Da waren wir da gerade drin. Huh, schwierig. Keine Ahnung. Oh Mann, so geil. Ich meine, ich bin ja jemand, ich bin ja da total so ein detailverliebter Mensch und ich sehe, wie beim Rennen noch ein Gerät, ihre Beinbekleidung sich bewegt. Das ist einfach nur irre. Da ist noch was. Oh, da liegt noch ein Toter. Meinst du, mir gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Krass! Hi! Hä, was? Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Ach Gott, das ist eine Videoaufnahme. Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Der Tröte, oh! Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Hi. Oh. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen, kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Ach Gott, ist das süß. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen, kleinen Mann. Ach Gott. Es ist irgendwie auch total traurig gerade. Ich meine, sie kennt niemand anderen außer Rost, mit dem sie reden darf, weil er auch ein Ausgestoßener ist. Und jetzt hat sie so diese Holo-Übertragung gesehen und klappert es sofort nach. Und das ist... Och, Mann. Das bricht einem fast das Herz. Ich meine, die Kleine ist 6 Jahre alt. Die rafft das echt nicht, warum man mit ihr nicht reden darf. Ich meine, welches Kind in dem Alter würde das schon kapieren? Das ist einfach nur bescheuert. Weil ich möchte mal wissen, wie man dazu kommt, ein Baby auszustoßen. Ich meine, was hat ein Baby bitte getan, dass es von einem Stamm ausgeschlossen wird? Es kann eigentlich so gar nichts getan haben. Wahnsinn. Das finde ich auch das, was die Story so dermaßen interessant macht. Ich meine, das ist Wahnsinn. Das ist echt geil. Na, schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber. Gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hat. Hüte, oh das Gott. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht. Und ich denke mir, versteht außer mir niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Musst du das gerade sagen, wenn ich trinke, du Arsch? Ja, ein Fehler. Also merke, wenn es als Fehler bezeichnet wird, war es wohl scheinbar nicht so gut. Für alle unter euch, die das scheinbar noch nicht wussten. Es war ein Fehler. Also gut kann es nicht gewesen sein. Sie haben sich Sorry. Im Gemeinschaftsraum aufgestellt. Wie oh. Vieh im Schlachthaus. Aber sie haben sich angelächelt. Klana teilt Medikamente aus, als ob das Leben ein Schmerz sei, der verschwinden muss. Okay. Tja, ich nicht. Ich will nicht verstummen. Ich will nicht verhallen.
Am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen. Keine Klammer. Nein, ein Ausrufezeichen. Also, wenn das hier jemanden aufregt. Pech gehabt. Ich schulde niemandem mehr. Irgendetwas. Ach du Scheiße. Okay, das klingt jetzt für mich ehrlich gesagt so, als hätten sie alle Suizid begangen. Macht doch jetzt ein bisschen Sinn mit den Medikamenten und jetzt der mit dem Kopfschuss. Also liege ich mit meiner Vermutung in Bezug auf Labor wahrscheinlich gar nicht mal so falsch. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster raus und sage, die haben vielleicht sogar was mit dieser Apokalypse hier zu tun. Das würde durchaus Sinn machen, auch auf im Hinblick auf die Story und die Spieldynamik. Da ist noch was? Mhm. Ich meine, ernsthaft unsere Gedanken für die Nachwelt erhalten? Tolle Idee, Direktor Evans. Habe ich nicht schon genug für die Nachwelt getan? Wäre ich denn hier so, wenn es nicht für die Nachwelt wäre? Ich bin fertig mit der Nachwelt. Die Nachwelt. Kann mich mal an meinem blanken Metallarsch lecken. Warum sind sie hier gestorben? Ja. Was ist passiert? Ich nehme mal stark an, draußen gab es nichts mehr für die. Wenn es 1000 Jahre in der Zukunft ist. Wer weiß, was da passiert ist? Kann ja alles Mögliche sein, von Bombe über Chemie über sonst was. Und bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unserer Schuld. Over, ja. Ich meine, unseres Todes. Tut mir leid. Ist lange her. Und die Medikamente, die Chana uns gegeben hat, sind echt stark. So, okay. Nochmal von vorne, Kinder. Gegrüßet seist du, Maria. War ja. Okay, also das ist jetzt... Ich habe mehrere Theorien gerade, wie das abgelaufen sein könnte. Einmal, die haben Medikamente genommen, einfach um nichts zu spüren, wenn es zu Ende geht. Und es durchaus sein kann, dass irgendwas ausgetreten ist, was sie so oder so getötet hätte. Oder aber die Vermutung mit der Bombe. Ich find die Atmosphäre hier gerade sehr bedrückend. Also, echt krass. Alter Schalter. Da geht's weiter. Da ist nix. Aloy! Rost! Aloy! Er ist da! Rost hat mich gefunden! Ach, süß. Hier unten! Ich komme! Ich komme! Sofort? Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas übersehen habe. Geil! Blaue, eckige Ratten! Ist das cool! Schaut mal! Pixelratten! Hey, Leute! Ich komme! Ich komme ja schon, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Hopp! Urmutter sei Dank! Komm, Kind, nimm meine Hand!
Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Es ist eh schon zu spät. Und das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Oder solche ins Loch. Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sag ich doch. Bin reingefallen. Was hast du da am Ohr? Nix. Oh Gott. War das da unten? Nein. Die typische Kinder, aber nein. Nein. Aloy, solche Dinge sind gefährlich. Nein. Gott. Das ist süß. Ich meine, schaut euch mal, wenn ihr die Gelegenheit habt, seinen Bart an. Das ist Wahnsinn, was für ein Detailreichtum da drin steckt. Wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy, nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen. Geil. Mit 6 Jahren das Jagen lernen, cool.